Matthäus Merian, ein Mann, der in Basel auf die Welt kam und durch Deutschland gereist ist, der kam auch nach Stuttgart und hat Stuttgart kartiert, hier in einer wunderschönen Darstellung, die das Stadtmessungsamt koloriert hat. Und die, genau diesen Grundriss, den ich Ihnen vorhin auf dem Modell gezeigt habe, mit Käse, ja, da sieht man ihn, Käse, weil er diese Form hat wie ein Käserad. Ja. Wenn einer was angestellt hat, hat er gesagt, pass auf, du kommst auf den Käse. Ja. Und da sehen wir also auch die südliche Vorstadt, alles ein bisschen, naja, idealisiert möchte ich sagen, die Straßen waren weitaus kleiner natürlich, manches fehlt auch, ist vereinfacht. Hier zu sehen, an dieser Stelle, und das merken wir uns, quasi entlang der Charlottenstraße, den herzoglichen Holzgarten. Ja, hier hat man also Holz gestapelt, Bauholz zum Bauen von Gebäuden. Da, wo der Karlsplatz, da steht heute das Waisenhaus, da, wo der Karlsplatz sich heute befindet, war der Garten der Herzogin. Da hatte also nur die Damengesellschaft Zutritt oder der eine oder andere, besonders bevorzugte Kavalier vielleicht noch. Auch das Gebiet wird sich verändern und hier sehen wir noch diesen neuen Bau, der eigentlich als Rüstkammer gebaut wurde, später zum Theater umgebaut wurde, 1758 abbrannte und 1778 abgerissen wurde. Und da, an dem Bau kann man immer erkennen, wie alt eine Darstellung ist. Ist der neue Bau noch drauf oder ist er nicht mehr drauf? Ja, dann kann man so das Jahr 1778 damit ungefähr einordnen. Ja, was man noch, was ich jetzt nicht da gesagt habe, kann ich nochmal aufrufen, sind die Fernstraßen, die natürlich die Stadt verlassen nach Südwürttemberg. Da ging es natürlich nicht wie heute die neue Weinsteige hoch. Nein, man hat seit 1325 ja eine Kunststraße geschaffen, die alte Weinsteige, die es verhindert hat, dass man durch Esslingen musste, wenn man in die südlichen Landesteile wollte. Esslingen, benachbart, freie Reichsstadt, reichsunmittelbar, häufig im Streit mit Württemberg. Das war schlecht, wenn man da durch das Esslinger Stadtgebiet hätte reisen müssen, wenn man in seine südlichen Besitzungen wollte. Also hat man die alte Weinsteige angelegt und deswegen führt die Straße nach Südwürttemberg hier heraus, geht dann später hinein in die Tübinger Straße, die deswegen auch ihren Namen hat, die Straße nach Tübingen, obwohl sie heute nicht durch die Tübinger Straße fahren würden, wenn sie nach Tübingen wollen. Hat mit der Geschichte zu tun. Dann hier das rote Bildtor. Jetzt geht es andersrum, das rote Bildtor, ein Stadttor, an dem ein rotes Heiligenbild stand, heute ist der rote Bühlplatz, so ein bisschen danach benannt, eingeschwäbelt. Da hat die Fernstraße in den Schwarzwald nach Calw, heute noch Calverstraße, die Stadt verlassen. Ja, und auf der anderen Seite, hier die Chaussee nach Ludwigsburg, Tunshofen, Ludwigsburg und dann hier die Verbindung Richtung Neckar. Also die Fernstraßen, Stuttgart war da natürlich angebunden. Es war immerhin die Residenzstadt eines Herzogtums und da hatte man auch einiges zu tun. Das war 1634. Jetzt machen wir einen Sprung um 90, fast 100 Jahre nach vorn, ins Jahr 1730. 1730, ein Kupferstich von Matthias Seuter aus Augsburg. Der hat es jetzt sehr, sehr schlicht gemacht. Ja. Der hat also die Baublöcke als Flächen dargestellt. Was hier jetzt interessant ist, ist die Benamsung. Ja. Innen die Stadt, außen die Esslinger Vorstadt, ursprünglich Leonhards Vorstadt genannt, aber nach der Reformation durfte es ja keine Heiligen mehr geben, also hat man es Esslinger Vorstadt genannt, weil hier die Fernstraße nach Esslingen, das Esslinger Tor, die Stadt verließ. Der Leonhardskirchhof noch zu dieser Zeit, dann weiter oben die reiche Vorstadt, ursprünglich Liebfrauenvorstadt, nach der Kirche unserer lieben Frau des Dominikanerklosters. Die Mönche waren schon lange fort, 200 Jahre fast. Also hat man es eigentlich Turnierackervorstadt genannt, aber man hat es die reiche Vorstadt genannt, weil da, wie gesagt, die Begüterten wohnten. Beispiel, das Paulaner. Ja, wenn Sie sich das Wirtshaus Paulaner anschauen und nicht auf die Speisekarte gucken, sondern über die Tür, sehen Sie dort ein Wappen hängen, da steht drauf Friedrich August von Gültlingen. Wer schon mal in Gültlingen war, ein Dorf am Schwarzwaldrand, Nagoldtal nicht weit weg, ein wirklich kleiner Ort, können Sie sich vorstellen, wie die Leibeigenen in Gültlingen geschrubbt haben, dass sich ihr Eberster in Stuttgart so eine Villa hat leisten können und da seine Soireen feiern
hat können. Was jetzt auch interessant ist, 1730, der Hof war nicht in Stuttgart. Stuttgart wurde von Ludwigsburg aus regiert. Eberhard Ludwig hat den Hof nach Ludwigsburg verlegt. Stuttgart musste aber trotzdem verwaltet werden. Also hat er, auch der Zeichner dieser Karte, das Rathaus zwar erwähnt, aber das fürstliche Rathaus daneben, ungefähr wo der Breitling heute steht, ja, das Herrenhaus, besonders grafisch hervorgehoben. Ja, das war wichtig. Da hat der Stadtvogt, der Vertreter des Adels, residiert. Man hat es auch Malefizhaus genannt, weil da die besonders schlimme Lompe, die Malefizlompe, abgeurteilt worden sind. Ganz berühmtes, umstrittene Strafgerichtsverfahren gegen Josef Süß-Oppenheimer, den Finanzberater von Herzog Karl Alexander. Aber das ist jetzt interessant, beispielsweise an dieser Darstellung von Matthias Seuter. Und jetzt gehen wir ein Stück weiter nach unten, wo früher der herrschaftliche Holzgarten war. Ja, und jetzt steht dort dran Waisenhaus. Ja. Also da hat sich städtebaulich was verändert. Der Holzgarten ist weg, den hat man in der Neckar verlegt hauptsächlich und hier das Waisenhaus erbaut, das 1712 unter der Überschrift Arbeitszucht und Waisenhaus mit 160 Waisenkindern eröffnet wurde. Jetzt gehen wir 50 Jahre nach vorn, da sind wir im Jahr 1788. Suche. Duttenhofer, 1788. Jetzt haben wir eine ganz umfassende Darstellung von Duttenhofer. Gucken wir uns mal an, was da drüben dran steht. Plan der Gegend und Stadt, gezeichnet durch C.F. Duttenhofer. Ja, näher kann man leider nicht ran. Hat sich jetzt in der Innenstadt was getan. Ich zoome mal in die Innenstadt hinein. Leider kann ich nicht näher. Sie sehen das alte Waisenhaus. Sie sehen plötzlich, jetzt ist ein Schloss drin. Ja, das war in der letzten Karte nicht drin, da war noch das Lusthaus drin. Jetzt ist ein Schloss drin. Man hat also für Herzog Karl Eugen seine Bedingung dafür, dass er die Residenz von Ludwigsburg wieder nach Stuttgart verlegt, seinen Wunsch erfüllt und der Wunsch lautete, ihr müsst mir eine meiner Dignität konvenable Wohnung erbauen. Eine meiner Würde angemessene Wohnung. Wenn Sie mal eine Wohnung suchen, geben Sie Anzeige auf. Suche eine meiner Dignität konvenable Wohnung, 3 Zimmer, Küche, Bad. Sie kriegen die besten Angebote. Ihm hat man mit 365 Zimmer ein Schloss gebaut. Dahinter stand zu diesem Zeitpunkt, ein paar Jahre vorher, ab 1741, bereits eine Kaserne, die dann später unsere erste Universität wurde, die zu diesem Zeitpunkt bereits eine Universität war, 1781 durch Kaiser Joseph II. In den Rang der Universität erhoben, die Militärakademie Hohe Karlsschule. Ja, was sehen wir noch? Vielleicht ein bisschen außerhalb mal gucken. Hier, den Feuersee. Ja. Hier sehen wir, wo der Vogelsangbach entspringt und der Vogelsangbach, der fließt dahinter und speist den Feuersee, der bereits lange vorher dort angelegt wurde, also bereits im 17. Jahrhundert dort angelegt wurde, einfach um bei Feuersbrünsten etwas da löschen zu können. Und dann sehen wir hier noch den herzoglichen Gemüsegarten. Klar, der war nicht auf der anderen Seite, wo der Nesenbach verschmutzt die Stadt verlässt, beim Schloss, sondern er war vor der Stadt, wo das Wasser noch frisch ist, damit das Herzogsgemüse da nicht irgendwie belastet ist. Friedrich Schiller hat dort seinen Vater besucht, 1793. Johann Caspar Schiller war ja Leiter der herzoglichen Gärten und der wohnte da in diesem Bereich. Also ist auf dieser Karte nicht. Wir gehen nur 6 Jahre weiter, ins Jahr 1794. So ein wunderschöner Stich, der äußerst exakt gestochen ist von einem Kupferstecher namens Abel. Der Geometer hieß Roth, der es gestaltet hat. Und hier ist allerhand dargestellt, sehr genau, insbesondere auch Benamsungen, also Straßennamen kann man hier raus, die Maus ist ein bisschen hochgeschickt. Deswegen schwimmt es manchmal hin und her. Hier ist wieder der herzogliche Gemüsegarten, da habe ich letztes Mal aufgehört. Hier immer noch
die Richtstadt, ja, steht auch dran. Dann immer noch Reste des alten Leonhardskirchhofes, Ende des 18. Jahrhunderts, war also noch nicht ganz aufgelöst. Hier der Lazarettkirchhof außerhalb mit dem Lazarettgebäude, daran erinnert die Lazarettstraße in diesem Bereich natürlich. Jetzt gehen wir mal in die Stadt hinein zum Herrenhaus. Ja, da stand letztes Mal Herrenhaus, jetzt steht dran Bibliothek. Herzog Karl Eugen hat das Herrenhaus aufgelöst, als er die Residenz wieder nach Stuttgart zurückverlagert hat, 1775, und hat seine private Büchersammlung der Bevölkerung öffentlich gemacht. Und er war ein leidenschaftlicher Sammler von Bibeln. Er war ein katholischer Fürst und hat leidenschaftlich Bibeln gesammelt und die hat er da untergebracht. Das war quasi der Grundstock der Landesbibliothek, ja, die dann später herausgelegt wurde in halb der Stadt, wo sie sich heute noch befindet, an der Konrad-Adenauer-Straße. Aber das war, in diesem Gebäude war die erste Bibliothek eingerichtet worden. Und jetzt sehen wir hier, der neue Bau, der fehlt. Wir sehen die Kavalleriekaserne, wir sehen das alte Schloss, wir sehen den Bärenplatz, Bärenstraße heißt so, weil hier das Wirtshaus zum Bären stand. Und hier fehlt jetzt der neue Bau, ganz klar, er ist abgerissen worden 1778, die Darstellung ist von 1794. Immer noch dargestellt die Gräben und die Stadtwälle, die immer noch teilweise unbebaut sind. Hier im Bereich der Schulstraße beispielsweise, hier oben ist die Sportarena und der Karstadt, Schulstraße, da geht es ganz steil hoch, wie wir es vorhin gehört haben, topografisch alles noch vorhanden. Und jetzt hat das Stadtmessungsamt 1984 was ganz Tolles gemacht. Die haben den aktuellen Stadtgrundriss auf diesen Stich heraufgelegt. Und dann entstand das. Und dann können Sie ganz genau sehen, dass es stimmt, was ich Ihnen gesagt habe, wenn Sie da hineinzoomen, dass die Straßen, die damals schon da waren, nicht überbaut wurden, also dass die Straßen, die heute da sind, damals schon da gewesen sind. Manchmal wurden welche überbaut durch größere Gebäude, aber alle, die heute da sind, die waren damals auch schon da. Hier die neue Brücke. Ja, also man hat auch nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs den Stadtgrundriss selber nicht neu geordnet. Woanders, außerhalb dieses Bereiches, da sehen Sie deutlich die Veränderung. Ja, da, wo früher Gartenanlagen waren, da stehen heute Gebäude, hier im Bereich der Boltstraße und weiter Richtung Bahnhof. Da hat sich viel getan. Aber das ist ein, für jeden, der sich für die Stadt, bauliche Stadtentwicklung interessiert, einer der interessantesten Pläne, die man überhaupt so zu Rate ziehen kann.